Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Heute werden wir uns zusammen das Steam Deck etwas anschauen und ich möchte gleich einen kleinen Dank da lassen und zwar an Norbert Ersek und an Hawk B. Ohne deren Videomaterial wäre das Video nur halb so schön. Da mein eigenes Steam Deck vermutlich erst gegen Ende des Jahres bei mir sein wird und ich jetzt zum Steam Deck, wo es frisch rausgekommen ist, ein Video machen möchte, freue ich mich über das interessante Material von den beiden und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß damit wie ich. Kommen wir gleich zu den technischen Daten. Das Steam Deck hat eine AMD APU. APU bedeutet, dass die CPU, also der Prozessor und die Grafikkarte auf einem Chip vereint sind. Als CPU kommt ein Zen 2 Prozessor zum Einsatz, der mit 2,4 bis maximal 3,5 GHz getaktet ist und 4 Kerne hat. Bei der GPU, also bei der Grafikeinheit, kommt ein RDNA 2 zum Einsatz mit 8 Qs und der ist mit 1 GHz bis maximal 1,5 getaktet. Die Leistungsaufnahme der APU beträgt 4 bis 15 Watt und mit dem Display sind wir bei maximal 20 Watt, was das Steam Deck verbraucht. Das Steam Deck ist auch mit einem ordentlichen Arbeitsspeicher ausgerüstet. Und zwar mit 16 GB LPDDR5 RAM, was auch für die Zukunft eine gute Grundlage bildet. Beim Speicher muss man sich bei der Bestellung zwischen drei Modellen entscheiden. Ihr könnt das Steam Deck in der kleinsten Version mit 64 GB eMMC Speicher bestellen für 419 Euro. Die Version mit 256 GB und einer richtigen NVMe SSD Festplatte ist dann bei 549 Euro. Und die größte Version hat eine 512 GB NVMe SSD Festplatte und zusätzlich hat das Gerät ein entspiegeltes und geätztes Displayglas. Die größte Version ist dann entsprechend auch am teuersten und ihr bezahlt dafür dann 679 Euro. Wenn ihr auf das bessere Display in der teuersten Version verzichten könnt und euch auch zutraut, das Steam Deck aufzuschrauben, kann ich euch empfehlen, die 64 GB Version zu nehmen, weil dort könnt ihr tatsächlich die NVMe SSD Festplatte nachrüsten. Dazu aber später mehr im Video. Machen wir weiter mit dem Display. Und zwar ist im Steam Deck ein 7 Zoll IPS Display verbaut mit einer Auflösung von 1280x800 und einem 60 Hz Panel. Das bedeutet, dass wir maximal 60 Frames auf dem Display wahrnehmen können. Und als Betriebssystem kommt das Linux-basierte SteamOS 3 zum Einsatz. Als Besonderheit zu Handhelds, die ich bisher schon testen konnte, möchte ich auf der Rückseite die vier Tasten erwähnen und auch die beiden Trackpads auf der Vorderseite, die als Mausersatz dienen. Falls euch das Video gefällt, lasst mir gerne ein Like da und abonniert auch gerne meinen Kanal, wenn ihr mehr sehen möchtet. Aber ein kleines Anliegen habe ich noch. Und zwar habe ich letztens gesehen, dass 75% meiner Zuschauer meinen Kanal nicht abonniert haben. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr auch den Kanal abonniert. Das würde mir sehr weiterhelfen. Dankeschön. Dann schauen wir uns mal an, was sich in der Verpackung verbirgt. Als erstes schauen wir auf eine Kurzanleitung, die uns erklärt, wo wir den Strom anschließen und wo wir das Gerät einschalten. Wo die SD-Karte reinkommt. Ja, dann haben wir ein Netzteil. Wenn ihr das Steam Deck aus Deutschland bestellt, werdet ihr ein europäisches Netzteil bekommen. Hier ist jetzt ein Netzteil drin, mit dem man nichts anfangen kann, außer man hat einen Adapter dafür. Das Steam Deck selbst wird in einer schicken Hardcase verschickt. Und dieses Hardcase ist nochmal mit einer Schutztüte eingepackt. Sicher ist sicher, mir gefällt das sehr gut. Da haben wir es. Ich muss ehrlich sagen, ich mag auch die bunte Schrift auf der Verpackung, die jetzt um dieses Hardcase drum ist. Das macht schon einen schönen Eindruck. Auch das Hardcase macht einen sehr wertigen Eindruck und sieht einfach klasse aus. Und jetzt kommt der schönste Moment, da ist das Steam Deck. Ich konnte mit dem Design zum Anfang gar nichts anfangen. Ich habe mich auch lange Zeit damit
überhaupt nicht beschäftigt mit dem Gerät an sich und habe in den letzten Wochen mich mit dem Gerät etwas mehr beschäftigt und muss sagen, dass ich mich darauf sehr freue, die große Steam-Bibliothek, die ich habe und die wahrscheinlich der ein oder andere von euch auch haben wird, auf dem Gerät durchzutesten. Und hier sehen wir auch nochmal die vier frei belegbaren Tasten auf der Rückseite, sowie die Trigger-Tasten und sechs Lüftungslöcher für den Airflow. Hier sehen wir den Slot für die Speicherkarte, für die Micro-SD-Karte. Und auf der Oberseite haben wir weitere Lüftungslöcher, den Powerschalter, die Bedienung für die Lautstärke, einen Klinkeanschluss und einen USB-C-Anschluss. Das Gerät wiegt stolze 996 Gramm und wenn man das mit der Switch OLED vergleicht, die bei 420 Gramm liegt, ist das schon ein klein bisschen mehr, ja. Die Verarbeitung der Tasten und Sticks ist sehr gut. Man kommt überall super ran und das Gerät liegt trotz dem hohen Gewicht sehr gut in der Hand. Zumindest das konnte ich beim Bekannten schon mal kurz testen. Das Gerät macht insgesamt schon sehr viel Lust auf mehr. Und hier kann man sich kurz mal von der Oberfläche überzeugen, wie das dann auf dem Steam Deck aussieht. Das kommt einem schon recht bekannt vor, wenn man auf dem PC auch Steam benutzt. Oh, wenn das mal keinen Kratzer auf dem schönen Display gibt. Aber nein, das ist mir bei dem RG552 ja auch passiert. Hier wird eine normale SD-Karte benutzt, ohne spezielle Geschwindigkeit. Empfohlen werden die ganz schnellen Speicherkarten, die von ScanDisk sind, wenn ich mich jetzt nicht täusche, Gold. Das scheint jetzt eine normale Speicherkarte zu sein. Falls euer Speicher also mal voll sein sollte, könnt ihr übergangsweise auch eine schnelle SD-Karte benutzen. Hier nochmal die Übersicht der ganzen Tasten, da das Steam Deck ja doch ein paar mehr Tasten hat wie andere Handhelds. Jetzt könnte man sich fragen, welche Spiele laufen denn eigentlich auf dem Steam Deck von meiner riesigen Bibliothek? Und das kann man erkennen über die verschiedenen Symbole, und zwar über Verified, Playable, Unsupported und Unknown. Die Spiele mit dem Verified-Logo wurden von Steam freigegeben, die funktionieren ohne Probleme. Die Spiele Playable sind spielbar, allerdings mit Einschränkungen. Unsupported sind Spiele, die beispielsweise für die VR-Brillen ausgelegt sind. Die können natürlich auch schlecht funktionieren. Und das Logo Unknown bedeutet schlicht, dass die Spiele einfach noch nicht getestet wurden. Hier haben wir nun mal ein paar Beispiele. Ich blende hierzu ein paar Aufnahmen ein. Achtet einfach mal auf die Symbole. Hier sieht man, dass einige Spiele als Verified angezeigt werden. Und Team Fortress oben, das sieht man hier nochmal als Playable, also entsprechend mit Einschränkungen. Und das kann man dann auch nochmal vor dem Start oder in den Optionen sich nochmal anschauen, was damit genau gemeint ist. Und hier kommen wir noch zu dem sehr spannenden Teil. Da unten seht ihr die NVMe-Festplatte, eine sehr kleine SSD. Und die kann nachgerüstet werden, auch bei der 64 GB-Version. Wie ihr seht, ist das kein Problem. Das ist jetzt nur ein kurzer Ausschnitt, aber da sieht man schon mal ganz gut, dass das möglich ist. Und zum Abschluss seht ihr hier die Quick Settings. Geöffnet wird das Menü über die Taste mit den drei Punkten unter dem Trackpad. Da könnt ihr also diverse Sachen auch nochmal einstellen, beispielsweise auch die Limitierung auf maximal 30 Frames oder Nachtmodus an- und ausschalten, Wi-Fi oder die Rumble-Funktion kann man deaktivieren. Man kommt hier also sehr schnell an diverse Einstellungen. Der Größenvergleich zu einer normalen Switch ist ja auch immer sehr interessant, da man das Gerät kennt und das Gewicht ist schon ein Unterschied zwischen beiden Geräten, aber das fällt aufgrund der guten Ergonomie beim Steam Deck nicht so stark auf. Und da sind wir auch schon am Ende. Ich finde das Steam Deck insgesamt klasse. Ihr könnt euch vielleicht jetzt auch ein etwas besseres Bild von dem Gerät machen. Was man noch erwähnen muss, dass das Steam Deck auf jeden Fall
deutlich mehr zu hören ist, wie zum Beispiel eine Nintendo Switch, aber ich finde, das ist zu verkraften, da das Gerät auch deutlich mehr Leistung hat. Danke fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! With their nails done.